Hey ho und herzlich willkommen zurück bei The Universum. So, die letzte Aufnahmesession ist eine Weile her für mich und es tut mir leid, dass in letzter Zeit etwas wenige Folgen kamen. Es ist momentan ein bisschen viel los und ich versuche dennoch natürlich für euch hier ein bisschen Zeit zu finden und neue Folgen aufzunehmen. Was hatten wir denn hier beim letzten Mal gemacht? Ah ja, wir hatten irgendwas mit dieser anderen Zivilisation so rum. Und unsere Bevölkerung neigt dazu, das Ganze zu akzeptieren. Und was ist das Ergebnis? Ich hätte erwartet, dass die uns vielleicht ein Ergebnis mitteilen. Die Tudor-Architektur haben wir, aber gut, welches Ergebnis wir haben, wissen wir nicht. Was ist das denn hier? Ein Erdbeben naht? Was ist das denn jetzt hier? Bauen die alle ihre Häuser um? Tatsache, oder? Naja, die sehen doch jetzt irgendwie anders aus. Krass. Da haben wir wohl das neue Zeitalter erreicht. Ach stimmt, wir haben doch ja irgendwie... Was war denn nochmal mit diesen Kisten? Ich weiß jetzt aber nicht, warum hier plötzlich überall Sachen auftauchen, die wir vorher nicht hatten. Was ist das denn jetzt hier? Die Oberfläche der Schachtel ist mit mysteriösen Markierungen versehen. Stimmt, wir hatten die ja hingelegt, damit die Sachen erforschen können, ne? Ich mach die jetzt trotzdem einfach mal auf. Weil die sind ja fertig mit erforschen, nicht wahr? Das Auge der Welt. Was haben wir hier drin? Forschungsfortschritt abgeschlossen. Ach je, ich wusste doch nicht, dass es euch tötet. Oh, wir sollten die Kisten vielleicht in Zukunft woanders aufmachen. Hat es jetzt irgendwas hier kaputt gemacht? Okay. Ich würde mal sagen, baut es gerne wieder auf. Tut mir leid, ich wollte nichts wegsprengen. Ja, krass. Da sind wir jetzt im neuen Zeitalter. Das Mittelalter haben wir erreicht. Stimmt. Mit der Windenergie und ja, ich erinnere mich. Ja, was ist denn das hier Schönes? Teleskoplinsen. Verbesserung zum mittelalterlichen Wettervorhersageturm. Aber kann man machen, ne? Was ist das hier? Kuriere. Aha. Eine ausreichende Produktion der Ressourcen ist für einen reibungslosen Ablauf deiner Zivilisation essentiell. Es verschwendet Unmengen an Zeit, wenn deine Bauherren, Köche und andere Profis ihre Ressourcen erst sammeln müssen, bevor sie mit ihrer Arbeit beginnen können. Kuriere können dieses Problem lösen. Das klingt sehr, sehr hilfreich. Das machen wir doch, ne? Das machen wir. Das Lager, das können wir auch mal verbessern. Das ist ja sehr günstig in der Anschaffung. Das können wir auch verbessern. Also daran mangelt es wirklich nicht. Ich finde es cool, dass die sich hier die Köpfe einschlagen. Ach so, nee, die bauen das. Okay. Das ist doch nochmal was anderes. Was ist denn das jetzt hier? Leistung. Ach ja, stimmt. Wir haben ja jetzt den Nikola Tesla und sowas, ne? Produzieren tun wir erstmal gar nichts. Doch, jetzt produzieren wir was. Und das ist doch gut. So, dafür Power produziert, das passt. Das sieht doch alles sehr gut aus. Die Fische können wir auch. Das ist doch auch alles geschenkt hier. Na, wir können jetzt mal ordentlich die Zeit nutzen und ja mal alles ein bisschen upgraden. Das da hinten würde ich auch gerne upgraden. Ja, komm hier. Wir haben es doch. Gewässerkunde, Forschung abgeschlossen. So, ich suche mal ein bisschen raus, damit es wieder einerseits flüssiger wird und andererseits wir sehen, wo hier was abgequält werden kann. Aber das ist dann wird doch zu weit rausgesucht. Oh Gott. Jetzt leckt es wieder. Ich würde gerne diese Hütte da anklicken.
Dankeschön. Ach, Jemine. Hatten wir nicht irgendeinen Trick, wie wir das hier ein bisschen flüssiger? Ja, das sehen wir jetzt bloß die Sachen nicht mehr, ne? Infizierte Gebiete haben wir hoffentlich keine, oder? Nee. Ja, gut. Sieht schön aus, bringt jetzt aber nicht so viel. Hat dann das Spiel hier extrem. Weil zwar flüssig läuft, aber wir dann nicht sehen, was wir machen können. Das können wir auch upgraden. Da müssen wir keine neuen bauen. Zumindest so ein bisschen mal, ne? Sporadisch können wir das ja mal immer mitmachen. Letzten Endes ist es sehr günstig, ne? Ja, wobei, wenn wir jetzt hier da sind und die Sachen upgraden, sollten wir auch die Reservoire upgraden, sonst bringt es ja nichts, wenn wir hier mehr herstellen. Ja, das reicht. Oh, das sieht ja cool aus. Ist das ja nicht dieser Schwarzmarkt? Der hat jetzt hier so ein kleines Podest bekommen. Ach, guck an. Da sind jetzt noch mehr Dudes dabei. Ja, das brauchen wir alles nicht. Zumindest noch nicht. Habt ihr jetzt auch andere Klamotten an? Sieht irgendwie noch nicht so aus, aber das wird schon noch. Ich muss mich echt erstmal daran gewöhnen, dass jetzt hier so ganz andere Gebäude rumstehen. Und das Ding hier wiederum genauso aussieht. Naja, da haben wir ja ein Upgrade im Gange. Das können wir auch mal upgraden. So viel zum Upgraden. Was ist das Schönes hier? Das ist ein Lager. Da ist ein Knochenbruch. Das ist auch Reservoir. Ja, ja, ja. Expeditionen. Die sehen auch noch genauso aus. Das hier war jetzt das Eisending, ne? Die Eisenmine. Ja, das reicht eigentlich, ne? Erstmal nur dieses eine Eisenminenteil. Ich weiß ja eh noch nicht, wo wir so richtig hin wollen damit. Gas haben wir auch ohne Ende. Was können wir jetzt schönes bauen? Der Industriezweig erblüht in kräftigen Farben. Glaswerke können wir bauen. Holzraffinerie, das haben wir schon. Steinraffinerie hatten wir auch, ne? Das war, da waren doch hier die Ziegelsachen, oder? Was war das jetzt? War ich das? Nee. Achso, jetzt kommt hier ein Update. Es hat ein bisschen gedauert, aber schön, wenn die sich freuen, freue ich mich da auch. Ich hatte gehofft, oder war das das falsche Spiel, das ich hier sehe, ob wir das schon mal gebaut hatten? Naja, wir bauen auf jeden Fall ein Glaswerk. Ich hätte schwören können, das hätte ich schon mal bauen wollen. Aber es ist halt auch ein bisschen her. Ich weiß es halt echt nicht mehr. Wir wollten ja hier hinten ein bisschen den Industrie. Wenn ich hier Pause mache, macht es nicht schneller, oder? Ach, es ist ja eh schon Pause. Gut. Oh, Herr Jemine. Ich glaube, meine Erinnerung war richtig. Hier steht doch ein Glaswerk rum. Ach Mensch. Gott sei Dank hat das Spiel geleckt, sonst hätte ich das nicht mitgekriegt. Das haben wir alles, oder? Was wir so bauen können. Eine Schule haben wir auf jeden Fall. Was ist dieses Zeichen dort? Das weiß ich gerade nicht. Ach, das bringt ja solche Points. Was sind das eigentlich für Points? Entdeckungspunkte. Munitionslager. Ja, Windturbine. Das Strom. Ja, daran mangelt es jetzt nicht unbedingt. Wo war das Ding hier hinten? War das? Glück müssen wir hier keine Stromkabel verlegen. Die Batterie, das reicht noch. Das passt. Oh, was haben wir denn jetzt hier schönes freigeschaltet? Eine Kaserne. Oh. Stimmt. Wir sind in einem anderen Zeitalter. Ein Zeitalter, was leider Gottes auch für viele interne Rüpeleien und Kriege bekannt war. Deswegen würde ich sagen, bauen wir doch hier mal ein Kasernchen hin. Ah, hier nicht. Hier hat es keinen Feuerschutz. Ich hoffe ja, wo die Kaserne kann sie selbst verteidigen, aber
Gegen Feuer hat die Kaserne dann wohl doch keinen Feuerschutz außerhalb der Feuerwache. Ich hoffe, der Witz war einigermaßen erträglich. Ich hätte gern das Ding so ein bisschen im Mittelpunkt, aber das habe ich gerne. Was ist das denn jetzt schon wieder? Eine Gruppe von Nuggets hat begonnen, gemeinsam für einen ruhigen Moment zu beten, um die Schönheit der Natur zu feiern. Sie glauben, dass die lauten Stromerzeuger und Maschinen begonnen haben, die natürliche Ordnung der Dinge zu stören. Sie möchten Mutterplan nur einen Moment der Ruhe geben. Mutterplan? Noch wichtiger ist, dass sie behaupten, bereits Blumen und Catering für diesen Anlass bestellt zu haben und keine Chance auf eine Rückerstattung besteht. Wie ist deine Erwartung? Ah, das ist natürlich ein bisschen blöd. Ne? Also wenn du das Catering schon bestellt hast, ne? Schade drum, aber ich meine, Industrie ist die Zukunft, sie müssen es akzeptieren. Ohne Antwort auf ihre Gebiete bleibt der Gruppe der Nuggets nichts als Enttäuschung und viel zu viele Blumenarrangements und Snackplatten. Das ist das eigentliche Problem. Diese Blumenarrangements und die Snackplatten. Da frage ich mich aber, warum denn nicht trotzdem irgendwie für andere Zwecke nutzen? Ich kann euch leider hier nicht feiern lassen. Leute, wir haben straffen Zeitplan. Wir müssen hier, ne, extrem schnell vorankommen. Deswegen suche ich auch die ganze Zeit einen Ort und lasse alles auf doppelte Geschwindigkeit laufen. Oh Mann, wo kann ich denn das Ding hier hinbauen? Wir müssen uns ja auch gleich um dieses blöde Erdbeben kümmern. Ah, ich weiß noch nicht, wohin damit. Jetzt machen wir erstmal kurz Pause, dass ich hier in Ruhe diese Kaserne hinbauen kann. Da müssen wir es wohl doch hier machen, ne? Bringt ja nicht viel. Am besten hier direkt, ja, so als Nachbarschaftsgeschenk. Fühlt euch da nicht bedroht, wenn da so eine Kaserne von uns rumsteht. Wo ist denn hier die Feuerwache für den Generator nochmal? Hier war doch eine Feuerwache. Da brennt es zumindest. Das heißt, sie bewachen auf jeden Fall ein Feuer. Hierhin, ja komm. Ja, ach, warum denn nicht, oder? Lass nur noch ein bisschen drehen. Ja, da passt's doch. Na, so machen wir's. Ja, schön. Was ist das denn für ein Geräusch? Wahrscheinlich die Ankündigung, dass hier gleich das Erdbeben kommt. Da können wir doch wieder eine Schutzkappe drum bauen, oder? Das klingt aber auch dramatisch, wenn sie alle diese Warntöne von sich geben. Habt keine Angst. Ich beschütze euch. Denke ich zumindest. Ja, ich bin heute mal in Geberlaune, da kann ich euch schützen. So, und ich würde sagen, das ist mir alles ein bisschen zu heikel. Wir speichern da mal vorher. So. Ja, hier, überschreiben. Das Original geht verloren, das ist kein Problem. So. Weiter geht's. Ach ja, stimmt, wie ging das nochmal? Sollte ich vielleicht erst rausfinden. So, hier. Unsere Zivilisation ist ziemlich groß, ne? Da ist es wahrscheinlich schlauer, zwei Schutzkuppeln zu erzeugen, oder? Schau ich mal hier mal eine hin. Creating Bubble. Machen wir eine Bubble. Ja, wobei, ich kann auch eine große machen. Das ist eigentlich egal, oder? Ja, komm, wir haben es doch eh. Das reicht schon. Ja, danke, dass du die Bubble gemacht hast. Da machen wir jetzt noch mal eine. Wo haben wir denn ein Erdbeben? Ach wie jetzt? Das ist ja nur so ein Mini-Ding oder was? Das sieht ja witzig aus, wenn das hier so rumwobbelt. Als ob die Erde ein Pudding wäre.
Aber warte mal, die Schutzkuppel. Ja, wobbelt doch trotzdem die Erde. Oh Leute, wofür gebe ich denn hier das Geld aus, ne? Ich habe hier bezahlt, damit keine Erde wobbelt. Jetzt wobbelt die trotzdem. Was ist denn das jetzt mit diesem Zeichen da? Was heißt denn das? Was heißt denn das Zeichen? Sie hat keine Energie mehr, oder wie? Ja, das ist okay. Ja, naja, gut. Die Punkte kriegen wir schon wieder rein. Wie ist die Happiness? Sehr hoch, perfekt. Ich meine, da könnt ihr wenigstens mal, ne? Wie in Star Wars, wissen die jetzt mal, wie das sich anfühlt, in so einer riesigen Schutzkuppel rumzustehen. Friedhof aufwerten. Ja stimmt, wir haben noch gar nicht in die neuen Häuser reingeschaut. Könnt doch mal... Habt ihr ein Feuer auf dem Dach? Also ich meine, ich bin ja jetzt nicht... Ich bin jetzt kein Experte, aber es ist nicht irgendwie ein bisschen... Mit Holz und Feuer? Naja gut, ihr wisst, was ihr macht. Na, ihr seid alt genug, ihr Nuggets. Ihr kriegt das schon hin. Oh, das ist ja eine ziemliche Fischernetze. Also da haben sie sich hier gegönnt, ne? Dieses Riesenhaus. Wo keiner drin wohnt. Sehr gut. Wieder mal schön das Geld für nichts ausgegeben hier, Leute. Naja, komm. Ein blauer Nugget. Haben wir auch noch nicht gesehen. Aber hier drin sieht es genauso aus wie sonst. Naja, gut. Vielleicht sieht es hier anders aus? Nee. Ja, gut, von außen macht es schon was her. Aber von innen hättet ihr dann vielleicht auch neu einrichten können, oder? Naja, aber ich meine, solange es ihnen gefällt, ne? Da möchte ich jetzt keinen Vorwurf machen. Ist ja auch nicht immer leicht, ne? So mit Änderungen umzugehen. Ist schon in Ordnung. So. Wie sieht es denn mit der Glasfabrik aus? Steht die? Wie viel Glas haben wir? 2. Ach, schön. Dafür brauchen wir also das Gas, ne? Dann passt es doch. Da habe ich mir wohl was bei den Lieferketten gedacht. Sieht interessant aus. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir die Kaserne relativ zeitnah fertig bekommen sollten, denn nicht, dass hier irgendwie ein paar Nachbarn auf dumme Gedanken kommen. Ach, wir können wieder wählen. Was ist das denn für ein Gebäude hier? Das ist auch ein Wohnhaus. Ihr habt ja eine interessante Architektur, muss ich schon mal sagen. Das sieht sehr abenteuerlich aus, aber immerhin die Stütze steht. Was ist das jetzt hier? Es regnet. Ach, es ist leer. Ja, der Schnee sollte es zumindest ein bisschen auffüllen. Was ist jetzt hier mein Mauszeiger? Ich muss noch eine Stimme abgeben. Wen haben wir denn? Vorgeschlagenes Gesetz. Essen für alle. Erhöht die Menge der Ration. Nahrungsverbrauch plus 100%. Oh, Leute. Das können wir uns doch nicht leisten unbedingt. Also können wir schon, aber es muss ja nicht sein. Verhütungsverbot. Okay. Wir wollen ja nicht, dass sie noch irgendwelche Geschlechtskrankheiten ausbreiten. Und außerdem, ne? Sex ist zum Vergnügen auch da. Das ist ein Merkmal, was Menschen und Nuggets wahrscheinlich relativ selten vorkommt im Tierreich. Wobei ich glaube, Delfine können da auch das einfach nur Spaß machen. Und Bonobos, die sind ja auch ganz bekannt dafür. Paniscus, wie sind die so? Ich weiß gar nicht. Ist auch egal. Was ist das denn hier? Nuggets konzentrieren sich mehr auf Forschung als auf Religion. Ja, das finde ich gut. Da bin ich dafür. Auf jeden Fall nicht für dieses Essen für alle hier. So. Wie kann ich denn hier das
Telekinese, wo haben wir es denn? Da haben wir es. Das Kistchen kommt mal mit. Hallo? Das Kistchen soll mitkommen. Da kommt die Kiste nicht mit. Naja, es hat nur einen umgehauen. Die ist noch nicht mal alles gut. Ja, minus 5 Schaden, das ist ja nicht schlimm. Ich habe ein bisschen Sorge mit der Wahl. Ah, das könnte ein knappes Rennen werden, ne? Da hätte ich eher drauf gucken sollen. Ein Viertel haben wir noch. Ah, das ist... Das könnte... Das, ja, das sollte passen. Hoffe ich mal. Ja, die haben doch andere Klamotten an, ne? Ein paar von euch haben noch so etwas eher die Steinzeit. Ich hoffe, das war jetzt einfach nur ein Gewitter hier. Die Steinzeitkleidung an, aber manche haben auch schon modernere Sachen. Ist das denn eine Regierung? Aha. Was haben wir denn da Schönes? Es ist in der Zeit... Es ist an der Zeit, in Erfahrung zu bringen, ob Nuggets mit Verantwortung umgehen können. Eine öffentliche Verwaltung ist keine leichte Sache. Es erfordert große Gruppen von Nuggets, um in einem Büro zu sitzen und Aufgaben so langsam wie möglich auszuführen. Ein solches Unterfangen erfordert Geduld, Geschicklichkeit und eine völlige Missachtung der normalen Bürger. Allerdings ist eine Führungsstruktur wichtig, um verschiedene Aufgaben rund um die Zivilisation zu automatisieren. Definitiv bin ich dafür. Zement mischen, das brauchen wir für die Kaserne. Ah, Mist. Gut, da können wir das nicht anders. Strafverfolgung. Oh, mit Strafrecht, da kenne ich mich momentan ganz gut aus. So einigermaßen zumindest. Ist ein interessantes Gebiet auf jeden Fall. Das ist an der Zeit ein streng Arm des Gesetzes. Ja, Polizeistation ist gut. Aber man muss dazu sagen, wir dürfen auch nicht immer dazu neigen, alles zu bestrafen, sonst übernimmt das irgendwann überhand. Zumal das Strafrecht ist das schärfste Schwert. Ne? Das sollte auf jeden Fall auch nur entsprechend Anwendung finden, wenn es denn tatsächlich der Fall ist. So. Was? Ja, da machen wir eine Feier, ne? Ich würde sagen, mit dieser Feier beenden wir gleich mal die Folge. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.